Jetzt. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Tischtennis-Infocenters 2020. Die nächste Ausgabe wird es dann erst wieder Mitte Januar ungefähr geben. Bis dann machen wir mal alle Pause. Und ja, jetzt können wir eigentlich dann loslegen. News aus aller Welt. Viele haben es verfolgt. Wir haben es ja auch ein bisschen kommuniziert über unseren Instagram-Kanal. Borussia Düsseldorf hat die Champions League gewonnen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Und das in einem reinen deutschen Finale gegen Saarbrücken. Und es war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich habe weder auf die eine noch auf die andere Mannschaft gesetzt. Mein Favorit war ja Fackel Orenburg mit Dmitri Ovtcharov, Wladimir Samsonov und Markus Freitasch. Aber da hat Saarbrücken hervorragend agiert und gewonnen, zu Recht, und wirkte auch deutlich dynamischer. Dass dann Düsseldorf gewinnt, konnte ich mir dann im Laufe des Turniers konnte man sich schon ganz doll denken, weil Kalberg unheimlich stark gespielt hat und seine tollen Bundesliga-Ergebnisse bestätigen konnte und sogar nochmal eine Schippe drauflegen konnte. Also herzlichen Glückwunsch, Borussia Düsseldorf. Ja, am 22.12., sprich heute, hat Eberhard Schöler Geburtstag und wird 80 Jahre alt. Warum ist das eine Erwähnung für mich wert? Er ist der einzig deutsche Tischtennisspieler, der jemals in einem WM-Einzelfinale war. Und ja, und rundet jetzt und auf tischtennis.de, den Beitrag habe ich jetzt hier unten in der Beschreibung verlinkt, wird er auch sagen, natürlich wird er auch in der aktuellen Zeit alleine feiern, beziehungsweise im engsten Kreis, und da werden eher die Glückwünsche über WhatsApp und so weiter kommen. Ja, Eberhard Schüller, eine Tischtennislegende aus Deutschland, rundet. Nebenbei auch gesagt, die Eva Jähler, die jahrelang im Schüler- und Schülerinnenbereich Nationaltrainerin war im Deutschen Tischtennisbund, ist nun Nationaltrainerin in Australien. Und schon ein bisschen her die Nachricht, aber ich hatte sie bisher noch nicht veröffentlicht. Also so viel dazu. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch zwei weitere Nachrichten. Es gibt wieder eine Tischtennis-Bubble, diesmal vom 21. Dezember bis 29. Dezember in China. Dort wird die chinesische Super League mal wieder ausgespielt. Und ja, 8 Herrenteams, 9 Damenteams sind dabei. Und zum allerersten Mal bei den Damen gibt es ein Team International, heißt ITTF World Professionals. Und dort spielen Jeon Jihe, Südkorea, Lily Chang, USA, Dohoi Kem, Hongkong, Jenny Ching, Taiwan und Adriana Diaz aus Puerto Rico. Oh. Auf jeden Fall mal eine Weiterentwicklung. Ansonsten wieder natürlich sehr, sehr viele Chinesen und Chinesinnen in den Mannschaften vertreten, und ja, gleich noch mehr dazu. Und endgültig leider abgesagt ist die Senioren-WM, die dieses Jahr im Juni stattfinden hätte sollen in Bordeaux. Da gibt es übrigens auch guten Rotwein, nur mal so gesagt. Wurde ja erst verlegt auf Ende April 2021, wurde nun bereits endgültig abgesagt, da sie davon ausgehen, dass die Pandemie bis dahin nicht im Griff ist und man eine solche Großveranstaltung nicht durchführen kann. Doch der Veranstalter, der probiert, alle Leute, die über den Veranstalter Hotels gebucht haben, soll, wenn möglich, alles zurückerstattet werden. Und ja, haltet da mal die Augen, Ohren offen, liest eure Mails. Wer da dabei gewesen wäre, vielleicht kommt da demnächst mal eine Nachricht. Ja. Dann geht's weiter. Im WWW World Wide Web Video-Empfehlung mache ich heute gleich mal andersrum. Ich habe auch noch Podcast-Empfehlungen, und zwar ganz allgemein gibt es ja zwei Tischtennis-Podcasts, die jetzt nun doch bekannt geworden sind. Das ist einmal Ping Pong Brause, PPP. Kann man über Spotify, Apple Podcasts oder auch über die Homepage einfach mal bei Google Ping Pong Brause eingeben. Ich sag immer Ping-Pong Krause. Krause, warum? Naja, Zungenbrecher. Ja, da schaut vorbei. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam, wenn Richard Brause rum erzählt. Und ja, der andere ist der Plattenplausch. Im letzten Video hier bei uns
Könnt ihr nochmal sehen, Lars Wenk hört ja auch diesen Plattenplausch, der beruhigt ihn sogar. Ja, und die haben jetzt gerade den aktuellen Champions League-Sieger Ricardo Walter im Interview. Also, horcht mal rein, auch den gibt es in der Öffentlichkeit abzurufen. Zum Beispiel könnt ihr den über mytischtennis.de abrufen. Einfach mal bei Google mytischtennis Plattenplausch eingeben und schon seid ihr direkt dort. Viel Spaß dabei. YouTube-Empfehlung. Ein Kanal ist mir aufgefallen, das ist dann der TT11TV, ein internationaler Sender, der schneidet die ganzen Highlights von vielen Spielen zusammen, wie jetzt zum Beispiel von der Champions League. Ich glaube sogar auch in 4K-Qualität, wer einen 4K-Bildschirm hat. Wunderbar, das sieht richtig gut aus, aber auf jeden Fall Full HD. Und jetzt habe ich heute gerade aktuell gesehen, dass er auch schon das ein oder andere Spiel aus der Super League China geschnitten hat. Also wer jetzt nichts zu tun hat, und da wird es sicherlich leider einige geben, schaut mal rein bei diesen YouTube-Kanälen. Achso, und natürlich macht, was heißt natürlich, aber Official ITTF-Channel streamt auch die chinesische Super League. Let's play Table Tennis News, ja. Film ab. Wie ihr seht, bin ich heute nicht in Berlin, sondern in Köln. Hinter mir seht ihr den Kölner Dom. Ich wollte euch mal von hier aus Weihnachtswünsche dalassen. Ich hoffe, ihr habt schöne, besinnliche Feiertage, könnt die mit eurer Familie mit den Corona-Regeln genießen und rutscht schön und gesund ins neue Jahr und hoffe, wir sehen uns wieder am Tisch, wenn es wieder heißt Let's Play Table Tennis. Ja, wie ihr gehört habt, wir machen heute den letzten Arbeitstag für YouTube. Nochmal ein paar Videoproduktionen. Heute sind 4 Videos, die wir aufnehmen wollen. Ich bin jetzt hier beim dritten Video. Vorhin war Petros da. Und ja, danach ist einfach mal Weihnachtspause. Aber natürlich muss nochmal wieder gecuttet werden. Steht noch viel in den Startlöchern. Ja, und mache ich mal eine kleine Vorausschau. Natürlich ist unser Ziel, den Kanal weiterzuentwickeln und dementsprechend, weil ja, schätze ich mal, noch ein bisschen Pause sein wird, bis wir wieder alle aktiv sein können, versuche ich den ein oder anderen interessanten Gesprächspartner für den Kanal zu gewinnen, um über sehr, sehr interessante Themen wie mentale Sachen zu reden oder auch Taktik und technische Sachen. Vielleicht finde ich da den ein oder anderen Gesprächspartner, der sich bereit erklärt. Ja, und ansonsten noch kurze Vorschau, am 25. Dezember kommt noch ein kleines Video mit Lars. Der Weihnachtsspeck muss weg, heißt es. Was kann man machen nach den ereignisreichen, fressreichen Weihnachtstagen? Und ja, zum Jahresende wollen wir noch ein Best-of-Video machen. Die besten Aussetzer, die besten Verquatscher. Und das passiert ja zum Beispiel mir unheimlich oft, wie ich mich verquatsche. Also das wollen wir auch noch veröffentlichen und so sieht es dann aus. Ja, ansonsten erinnere ich nochmal, hatten wir in den Kommentaren geschrieben, dass wir euer Feedback haben wollten für Tischtennis-Lernvideo und ganz klar von euch, ihr wollt mehr Taktikvideos, was passiert, wenn ich das mache, was kann man danach machen und so weiter. Das haben wir auf jeden Fall auf unserer Kappe und drehen wir dann ab 2021 für euch. Ja, dementsprechend sind wir auch damit fertig. Sonstiges. Nichts heute. Schöne Weihnachten, guten Rutsch bis Mitte Januar. Lasst es euch gut gehen. Ciao.